Ja, herzlich willkommen! Binding of Isaac! Pause gemacht. 3 Tage. Warum? Keine Zeit zum Aufnehmen gefunden. Sowohl auf Deutsch als auch Englisch nicht. Machen wir es kurz. Dieses Video hat ein Thema. Ich werde mich versuchen, darauf zu konzentrieren, euch zu erzählen, welches Thema. Ist nicht so einfach. Ich spiele ja immerhin auch. Ja, gleich ist mit 3 Herzen mehr. Nice. Cool. 6 Lebenspunkte. Kann ja gut anfangen. Fängt ja gut an. Leider keine permanenten. Also. Mediacraft. Oder besser gesagt, ich Mediacraft. Mediacraft, auch bezeichnet von einigen Leuten als das Abzocknetzwerk. Was ich komisch finde, wo bemerkt. Beziehungsweise in dem Fall Mediacraft Talents. Hat mich aufgenommen. Nun, man sagt, die nehmen jeden auf. Ich weiß, das tun sie nicht. Es gibt nämlich tatsächlich ein paar Leute und Freunde von mir, die sich da beworben haben und nicht aufgenommen wurden. So. Ich weiß aber auch, dass sie viele aufnehmen. Das ist so nicht. Also, es ist durchaus bekannt. Warum habe ich das gemacht? Nun. Das Ding ist, einige Leute fragen mich halt, Mediacraft, was willst du denn da? Warum bist du da hingegangen? Such dir doch was Kleines. Ich bin ehrlich. Es ist so. Ich kenne meinen Vertrag. Ich weiß, ich bin ungefähr 1 bis 2 Jahre dann gefesselt. Ich habe eine Widerrufsklausel unter bestimmten Voraussetzungen. Und ich bin mir relativ sicher, diese Voraussetzungen kann man auch einleiten selber, ohne große Ärger zu kriegen. Also, ich weiß, wie man Verträge liest, hatte ich in der Schule gehabt. Und ich weiß, ich bin da 2 Jahre, wahrscheinlich. Und was bringt es mir? Ja, das ist die richtige Frage. Was bringt mir Mediacraft? So, als erstes fangen wir mal an. Mediacraft an sich bringt mir nicht viel, das ist klar. Mediacraft im Prinzip... Oh, das ist super nice. Schlüssel aus der Truhe. Mediacraft bringt... Also, das Talent in dem Fall bringt mir nur das Zugriff auf das Forum von Mediacraft. Und wirklich, das war es dann eigentlich auch schon. Und ich kann verstehen, dass es vielleicht einfach nicht wert ist. Aber auf der anderen Seite lernt man so Kontakt und Leute kennen. Dann kriegt das Forum-Zugriff tatsächlich zu allen Foren. Oh, cool. Große Münze. Ich glaube, ich gehe in den Shop mal. Vielleicht lohnt sich das. Mit 11 Münzen im ersten Level. Aber es bringt mir halt auch ein bisschen Support in dem Sinne. Ich will jetzt nicht sagen, okay, ich hole jetzt das einfach wieder und donate. Ich will jetzt nicht sagen, ich kriege jetzt große Views oder so. Ich glaube nicht, dass ich große Views kriege. Aber warum soll ich das dann tun? Ja. Warum sagt mir denn, die Mediacraft ist scheiße? Die zockt nicht ab. Also fürs allererste Mal, ich darf nicht zu viel drüber reden, NDA und sowas. Aber was ich sagen darf ist, ich weiß, dass die erst Geld kriegen nach einem gewissen Schwellwert. Der Schwellwert ist bekannt, kann man in der Mitte nachlesen. Ich darf das dementsprechend auch jetzt erzählen, das sind 500 Euro. Bis ich diesen Schwellwert erreiche, ja, im Monat, da brauche ich ungefähr 450 Euro mehr. Vielleicht 480, vielleicht 490. Worauf ich hinaus möchte, ist, so viel werde ich in meinem YouTube-Kanal in 2 Jahren nicht machen. Wenn ich wirklich monatlich dieses Geld einnehme, 2 Monaten, entweder muss ich dann extremste Schneeballen anfangen. Bald. Ja, sehr bald. Oder, Mediacraft hat mir dabei wirklich geholfen. Und so gesehen sehe ich da keinen, da sehe ich einen Wert, da sehe ich einen Mehrwert. Wenn ich das wirklich hinkriege, so Schnee zu ballen, dass ich den Geld abdrücken muss am Ende, im Laufe der nächsten 2 Jahre, dann haben die da mehr oder minder eine Mitschuld dran. Und ich würde jetzt nicht sagen Schuld, weil das wäre cool. Aber auf der anderen Seite, glaube ich nicht, dass ich das einfach, wenn ich jetzt weitermachen würde, erreichen würde. Also... Kontakte, die ich dadurch gewinnen kann, die Forum, die Tipps, die Videos, die alles, was man mir anbietet, auch die Audio-Library und all das, weil die ja wirklich umfangreich ist, das lohnt sich, weil jetzt zur Zeit ist es überhaupt nicht abzusehen, dass ich jemals Geld für Mediacraft mache. Das heißt, Mediacraft nimmt mich auf und ich mache nichts für die. Ich werde wirklich kein Geld für die machen und dementsprechend bin ich für die nichts wert. Aber wenn ich wirklich jemals Geld für die mache, dann haben die mit Sicherheit eine Mitschuld. Und wenn nicht, dann habe ich immer noch Zugriff auf Forum etc. und darf es benutzen. Das all die Assets, die sie mir zur Verfügung stellen. Und das ist für mich der Trade, der lohnt sich halt einfach. Das ist halt keine... Oh, was ist das? Wupp, wupp. Okay. Das ist halt jetzt keine... Oh yeah, Bob's Rotten Head, nice. Das ist halt keine, und da gebe ich gerne recht, das ist halt keine Instant, super krass, ich werde super mega geil groß. Sache. Nein, das ist ganz bestimmt nicht. Wird es wahrscheinlich wirklich nie werden. Aber es lohnt sich halt einfach für jemanden meiner Größe, wo es einfach nicht abzuwägen ist, dass ich dieses Geld in diesen nächsten Jahren verdienen werde. Und es ist eindeutig von monatlichen Einkommen gepredet. Und, ey, ich müsste eh Steuern abtreten. Da trete ich lieber an Mediacraft ab. Aber das mal ganz nebenbei. Ich weiß nämlich nicht, wie das gehandhabt ist. Wenn ich das wirklich erreiche, ist das nur zu 90% meine Schuld. Aber diese ganzen Kontakte etc., das ist mir einfach sowas von wert. Es ist mir einfach so extremst wert. Natürlich hat ja jeder seine eigene Meinung. Viele sagen, Mediacraft bringt nichts und ich kann verstehen, warum. Weil es halt wirklich nicht direkt Mehrwert bringt. Man macht nicht einfach normal weiter und es bringt nichts. Aber wenn man sich da reinarbeitet, glaubt mir, ich habe die Zeit. Ich habe viel Zeit. Ich habe extremst viel Zeit. Dann habe ich mit Sicherheit auch die Möglichkeit, da was zu reißen.
Und das sage ich jetzt nicht, das sage ich jetzt nicht leichtherzig. Ich habe extremst viel Zeit zu verschwenden mit YouTube. Also warum nicht? Gleich auch in Mediacraft reinschicken. Nur die ersten drei Tage hatte ich keine Zeit, deswegen keine Videos, aber jetzt das hier. Aber naja, jetzt habe ich wieder Zeit. Und bringt mich gleich zum nächsten Thema. Weil ich habe ja gesagt, ich werde zwei Themen anschneiden, aber Mediacraft, da will ich später nochmal drauf zurückkommen. Achso, ja, nochmal, nee, als Abschluss. Mediacraft, ja, ich weiß nicht, man versucht es halt immer noch zu sagen, ich habe noch 10 Tage Vertragswiderrufrecht. Das heißt, ich habe noch 10 Tage, obwohl mein Channel schon in diesem Network ist, sagen no. Nimmt mich raus. Auch wenn die E-Mail nicht innerhalb von diesen 10 Tagen beantwortet wird, sobald ich die schreibe, ist sie gültig. Steht so. Das heißt, wenn ihr mir wirklich ein ganz argumentatives Argument gibt, warum trotz meiner Möglichkeit, dass ich niemals in Mediacraft bezahlen werde, ja, sich das nicht lohnt, Mediacraft beizutreten, dann diskutiert das mit mir. Das Video ist jetzt zu Diskussionszwecken da. Ich werde es in den Gruppen posten, wie immer. Ich werde es überall posten. Ich habe euch jetzt meine Sicht erzählt, warum ich der Meinung bin, es lohnt sich für mich. Und wenn ihr mir wirklich gut sagen könnt, warum es sich nicht lohnt, dann go ahead. Dann macht es. Weil vielleicht lerne ich ja noch was rechtzeitig. Vielleicht sehe ich ja noch letztes das Argument ein in letzter Sekunde, weil ich irgendwas noch nicht wusste. Und das würde mir echt sehr viel helfen, praktisch. Dann kann ich praktisch einsehen, was ich falsch mache. Oh, cool. HP ab und dann kommt die Mondtür. Was haben wir denn da? Erstmal die mit den Freebies. Oh, eine Trollbombe. Nix Freebie. So. Also, ich nehme das mit. Eternal Life. Nope. Dann habe ich noch Friends Till the End. Der gibt mir einen DPS-Bonus. So, wo war ich denn geblieben? Nee, es wird so sein. Wenn es wirklich einen Grund gibt, warum ich das nicht machen soll, dann argumentiert das mit mir jetzt. Ich bin nicht immun gegen diese Argumentation. Ich habe nur bis jetzt niemand, der mit mir richtig argumentieren konnte. Die meisten sagen halt, ich muss dir viel Geld abgeben. Und wenn das der einzige Grund ist, dann sage ich euch ganz herzlich, das wird niemals der Fall sein, dass ich in diesen zwei Jahren so viel Geld rankomme, dass es sich für die lohnen würde. Und wenn doch, ja, und wenn doch, dann lasse ich den Vertrag auslaufen, bin dann self-sufficient und das wäre geil, aber ich rechne damit einfach gar nicht. Ich meine, es wäre richtig geil, zugeben, es wäre super geil, wenn ich das Geld, diese Schwellwerte knacken würde. Aber ich rechne damit nicht. Ich werde damit nicht rechnen. Und das ist ja hoffentlich auch nicht schlimm. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, niemand wird damit rechnen, wirklich, in meiner Situation. Wenn man, 99% des Geldes, was, also, nehmen wir einfach mal an, den Schwellwert. Wenn du einen 100% überschreitest, musst du abbezahlen. Wenn ich bei 1% bin, diese 99%, die kommen nicht aus dem Nichts. Und wenn Mediacraft es wirklich schafft, diese aus dem Nichts zu erschaffen, diese Bedingungen für mich, dann haben sie es verdient. Wirklich. Wenn ich das in den nächsten zwei Jahren schaffe und die mir geholfen haben, dann haben sie es verdient. Wenn sie mir dabei nicht helfen, dann haben sie es vielleicht nicht verdient, aber dann kann ich halt den Vertrag auch wieder auflösen. Und zwar nicht direkt vielleicht, aber in zwei Jahren. Und ich sehe damit echt kein Problem. Wirklich nicht. Gar keins. Ich finde, das ist ein gutes Ding. Und die ganze Community, die ganzen Foren, deren durchschnittliche YouTuber-Größe sind ja nicht nur mit 10 Abos, so wie ich, oder 170. Sie haben noch teilweise 1000, 2000 dabei. Mittelgroße YouTuber gibt es da auch in Massen. Durch die ganzen Kontakte, die man dort aufbaut, die ganzen Freundschaften, die man gewinnen kann, mit denen man zusammen kollaborieren kann, ich glaube nicht, dass das einfach so ist wie so eine durchschnittliche Share-Gruppe auf Facebook, wo jeder sein Video postet und dann ist Ende. Nee, ich kann nach Feedback fragen für die Vlogs, die ich bald starte. Wenn die Qualität nicht immer wieder verrumpfen würde, hätte ich das sogar schon gehabt. Und für alles andere auch. Ich wette, ja, ich wette, da kriege ich eine ganze Menge mehr Feedback als irgendwo im Internet oder durch Zeit und Warten. Nicht, dass das schlimm wäre, aber es freut mich halt, weil ich bin so ein Mensch, ich liebe Kommentare, ich liebe es, wenn ich Kommentar kriege. Wenn er was Gutes und was Schlechtes sagt, beinahmaßen. Wenn er was Schlechtes sagt, dann kann ich das halt dran arbeiten. Weil bis jetzt hatte ich keinen sinnlosen Hate bekommen. Wenn ich was Gutes kriege, freue ich mich noch mehr. Es erfüllt mich. Und ich weiß, ich habe nicht viele davon. Ich meine, ich habe noch kein Binding of Isaac Video über 100 Views. Mein erstes Risk of Rain Video hat jetzt 100 geknackt. Aber es erfüllt mich, weil ich einfach der Meinung bin, dann habe ich irgendjemanden, ja, wenn er mir gute Kritik gibt, auch wenn er nur 5 Minuten zugeguckt hat, für 5 Minuten entertained. Und das ist cool. Das Gefühl fühlt sich echt geil an. Und dieses Feedback, das kann ich erhalten, damit ich guten Content mache und in zwei Jahren wirklich vielleicht mal auch so wachse. Also auch mal vielleicht meine 1000 Abos knacke. Wenn ich am Ende des nächsten Jahres, also nicht dieses Jahr noch, dann vielleicht noch 200 schaffe, aber wenn ich am Ende des nächsten Jahres 1000 Abonnenten habe, dann, das reicht. Ich muss ganz ehrlich sein, das wäre so genug für mich. Ich hätte da so, das wäre so geil. Aber da erstmal hinkommen, wisst ihr? Aber da erstmal hinkommen. Und da ich nicht immer wirklich viel Feedback kriege, und den Feedback, den ich kriege, ja, mit dem kann ich was anfangen, der ist durchaus realistisch. Deswegen habe ich ja auch letztes Video angekündigt, muss ich meinen Kommentarstil ändern, weil ich das möchte. Das ist zwar schön und gut, aber daraus wachse. Das ist das halt, das ist das Problem.
Da muss ich gucken, wie ich das mache, vor allem, weil der Channel hier schon etwas größer hat und nur englischen Content, das ist irgendwie gay und ich würde überlegen, alles zu löschen. Bring mich zum nächsten Thema. So, jetzt wird Minecraft wirklich mal abgeschlossen, das werde ich damit gleich anfangen. Und zwar ist das, eine Videogestaltungsfrage, könnte man schon fast sagen. Weil ich habe da, ich habe ja vor, praktisch mehr Videos zu machen, habe ich ja schon erzählt. Was ist das? Charge Attack. Oh, das ist cool. Oh Gott, ist das cool. Oh Gott, das ist der cool. Ich habe ja wie gesagt vor, mehr Videos zu machen, wie gesagt. Aber was ich jetzt damit plane, ist, dass ich Folgendes mache. Ich mache jetzt heute dieses Isaac-Video, das kommt hoch. Und dann kommt gleichzeitig irgendwann später im Laufe des in der Nacht noch das War of Mine hoch. Das will ich auch zusätzlich let's playen. Das kommt immer so jeden zweiten, dritten Tag ein Part hoch. Mal gucken, wie ich dazu komme. Und dann habe ich immer zwei, oder beziehungsweise eineinhalb Videos pro Tag, könnte man rechnen. Und das wäre mein Plan soweit. Und das zweite ist... Oh fuck, das war jetzt nicht geplant. Ach du Scheiße. Und das zweite ist, was ich auch geplant habe, ich werde jetzt einfach mal das Wort planlose benutzen. Was ich auch geplant habe, ist, dass es gemeinsam kommt. Jetzt ist die Frage zum Commentary-Style. Das War of Mine werde ich besser kommentieren können als Isaac, weil Isaac fehlt mir Fachwissen, das War of Mine theoretisch auch, das ist aber gar nicht das Ding. Das War of Mine ist eine sehr erzählerische Geschichte. Da kann ich gut Rollenspielen oder sowas. Und nice, ich habe Lebenspunkte. Gut Rollenspielen oder gut mich verstellen und sowas. Das ist kein Problem. Liegt daran, dass das Spiel sehr, sehr gut geschrieben ist und eine sehr gute Narrative hat. Aber zum Kommentar jetzt, Binding of Isaac explizit. Habe ich eine Frage. Wie wünscht ihr euch das eigentlich? Wie soll ich das machen so? Soll ich jetzt als Beispiel mal, ich guck mal, wie spät das ist, damit ich das aufschreiben kann, 11 Minuten. Okay, bei 11 Minuten fängt es an. Soll ich jetzt, ich habe mal, oh, was zur Hölle ist das eklig. Ich habe jetzt gedacht, ich mache das so. Ich greife ein Thema auf und rede darüber, so wie Mediacraft, weil da komme ich ja gut zum Reden, wie jetzt gerade. Und dann rede ich darüber und ich kommentiere, wenn ich mal was ich sehe, dass ich das Spiel gut genug kann. Oder ich mache halt, oder ich nehme halt Themen oder Feedback oder Fragen oder sowas und rede darüber oder rede über irgendwelche Sachen, die mir passiert sind. Was haltet ihr von der Idee, dass ich solche... Oh nein, ich bin gestorben, ich hätte das vielleicht... Nein, 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 oh Gott. Ich hätte vielleicht einfach nicht mehr auf das Spiel konzentrieren sollen. Ich fange nochmal einen neuen Run an. Ja, dann mache ich ein langes Video heute, das ist ja ein spezielles Video. Item Snatcher, okay. Was haltet ihr von der Idee, wenn ich über mein Real Life rede? Über mich rede, über Stories rede, die mir widerfahren sind, weil mir ist viel widerfahren. Was haltet ihr von der Idee, wenn ich über aktuelle Themen rede? Auch nicht über das Game, jetzt zum Beispiel über, über Gaming-related Woodman. Ich gehe jetzt nicht auf die Politik-Schiene. Ich werde jetzt wahrscheinlich nicht reden über, was ist passiert. Ich weiß nicht, wie man ihren Namen ausspricht. Das mit dem Sozialfall, hier Tückische oder wie auch immer man die ausspricht. Ich weiß es echt nicht, bitte flame mich nicht dafür. Das finde ich nämlich an sich ziemlich cool, da könnte ich drüber reden, aber da würde ich niemals in einem Video drüber reden, was mit Gaming zu tun hat. Das finde ich irgendwie schon geschmackslos. Aber was das hält, zum Beispiel, es gab in Counter-Strike Global Offensive gab es einen Hacker-Skandal und der ist immer noch am Laufen. Wenn ich zum Beispiel über das mal rede, was meine Meinung dazu ist und weil ich ja auch sehr, sehr gerne News schreibe, ob ich vielleicht darüber mal reden sollte, ob ihr das gefallen würde, wenn ich euch über Gaming-related Chat rede. Oder ob ich vielleicht dabei bleiben soll, wie ich jetzt gerade bin. Einfach labern, was ich gerade mache in dem Spiel. Das wird natürlich wohl bemerkt auch vorkommen. Während ich über Gaming rede. So ist es jetzt echt nicht. Als ob ich das wird niemals gehen. Das wird sich halt ein bisschen einschränken, weil ich der Meinung bin, mein Commentary-Style, so Let's Play-Commentary, oh, ich mach gerade das, oh, ich mach gerade das, nicht sehr lustig. Gar nicht lustig, ehrlich gesagt. Ich mach viel zu viel Witze mit Scheiße. Obwohl, ja, ich muss zugeben, dieses Spiel ist halt voll scheiße. Das ist halt Wahrheit. Es gibt ja sogar Regenbogenkacke, die dich voll heilt. Aber ich meine, das ist gelutscht. Und ich habe das Gefühl, ich kriege über 40, 50 Views. Teilweise kommen die von Nicht-Abos. Ich habe das Gefühl, das könnte besser werden. Und ich könnte mehr Abos gewinnen und mehr Fans, wenn ich einfach über sinnvollere Themen rede. Und das ist zumindest meine Meinung. Und da würde ich jetzt wissen, wie ihr es so mögt. Wie bevorzugt ihr den Let's Play Commentary Style? Über was soll man so reden? Habt ihr auch vielleicht Ideen, über was man reden könnte? Oder gefällt euch so, wie es jetzt ist? Weil das würde ich ehrlich gesagt nicht glauben. Aber allgemein, über was kann man so reden? Wenn ihr einen Plan habt oder eine Idee, dann sagt doch Bescheid. Weil ich würde sehr gerne Feedback, wie gesagt, haben und annehmen. Aber dafür brauche ich halt dieses Feedback erstmal. So. Zwei Themen abgehandelt. Ich werde jetzt spielen bis 20 Minuten Partlänge oder bis ich gleich sterbe. Ich werde natürlich nicht versuchen, mit Absicht zu sterben. Gott, da liegt im Ohr. Ja, nice. Aber ich werde nicht mit Absicht sterben. Aber was haltet ihr von der Idee? Worüber kann man so reden? Vielleicht gefällt euch ja was an. Das wäre super. Ich werde natürlich nach Feedback fragen, besonders wegen der Mediacraft-Diskussion. Sehr interessant. Will einfach nochmal alles wissen, praktisch, darüber. Cool, ich kann die mit dem Ball töten. Das ist cool. Das ist derbe cool. Aber ich lasse es lieber bleiben.
weil das interessiert mich halt einfach, was eure Erfahrungswerte damit sind, was eure Meinung darüber ist, wirklich. Weil ich habe nicht ignoriert wohl bemerkt, dass so Mediacraft sehr schlechte Kritik gerät teilweise. Auf der anderen Seite muss ich aber auch ganz ehrlich zugeben, das ist die Kritik, die lange Zeit dazu führen wird, die werde ich lange Zeit nicht wirklich brauchen. Das ist einfach, die wird mich nicht betreffen für eine lange Zeit. Auch wenn sie mich betrifft, ja? Wie gesagt, wenn es mich betrifft, dann okay. Wirklich okay. Ich bin aber sowieso auch überlegen, ob ich den Vertrag doch noch widerrufe, auch ohne eure Feedback. Einfach nur. Mit eigener Begründung. Weil ich da was plane, weil ich da was gucke. Damit ich wissen, wie das läuft. Und wenn das läuft, dann werde ich dieses Feedback nicht machen. Dann werde ich das Mediacraft nicht gehen. Weil das würde mich dann in Versuchung bringen, über meinen Kopf zu steigen praktisch. Das möchte ich dann nicht. Schwer zu erklären, aber es kommt auf jeden Fall noch was Neues auf den Kanal. Überraschung, Überraschung. Das kann cool sein. Das ist Temperance. Ah ja, richtig, das hier. Jetzt erstmal die kaputte rote Scheiße kaputt machen, weil die ist gefährlich. Passiert nichts. Okay, cool, weiter geht's. Bossraum. Bossraum? Ich habe zwei Schlüssel. Ich guck mal nach einer goldenen Schatztruhe. Und das war's eigentlich erst. Wenn ihr wirklich hier seid, um jetzt mir Diskussion zu hören, dann könnt ihr jetzt wieder aus chillen. Okay, doch eine goldene Truhe. Mit zwei Schlüsseln drin und einem halben Herz. Ja, sehr geil. Ich hasse diese Räume. Ich bin unbedingt nie wieder zu machen. Also wenn ihr hier wart für die Diskussionsthemen, okay, cool, dann, dann ist klar, dann werde ich, dann könnt ihr jetzt eigentlich ausmachen, weil jetzt werde ich nur noch weiterspielen, bis ich jetzt sterbe, was relativ früh kommen kann. Ich habe zwar Holy Shield, aber ich habe nur noch einen Lebenspunkt, ich habe sonst nur Crab-Items wirklich, und, ich habe vor allem auch ein bisschen Lag, sehe ich gerade. Hoppala, hoppa. Ich würde nur gerade gerne meine Winning Spree von minus 10 auf irgendwie siegreich wiederbringen, weil minus 10 ist doch echt schon hart. Warte mal, ich das Gefühl habe, ich spiele graduell schlechter. Jeden Part, den ich mache, spiele ich schlechter. Nicht mal mit Absicht. Hoppala. Opa, opa. Oh Gott. Naja, passt perfekt. Passt perfekt. Und dann bin ich mit dem Diskussionsthema ja durch. Wie hat mich das Ding eigentlich getroffen? Na egal. Ich bin ja mit den Diskussionsthemen soweit durch. Und hier könnt ihr ja sehen. Ich habe minus 11 Wins. Ich habe insgesamt aber 20 Secrets auf der Seite und 30 Deaths. Sehr nice. Überhaupt nicht nice. Was ich dazu sagen möchte ist, ihr habt meine Themen gehört, ihr habt meine Fragen gehört, nach Feedback, noch beides, Mediacraft und mein Commentary-Style. Und ich hoffe, dass es euch sonst gefallen hat. Ich hoffe, ihr bleibt noch länger hier. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr einen Daumen hoch geben. Auf jeden Fall Comments. Zu den Fragen, auf jeden Fall Comments. Und, es würde mich echt freuen, wenn ihr hier bleibt, weil ich... Auch wenn ich habe schon ein paar Poster, die alle 3-4 Videos sind, immer neu dazukommen. Und ihr seid einfach die Besten, auch wenn es so 4-5 Leute sind. Es macht so viel Spaß, YouTube zu machen, wegen 4-5 Leuten. Ich will gar nicht im Kopf haben, was passiert, wenn ich 10-20 Leute habe. Ich will gar nicht wissen, was passiert, wenn ich 1000 Abos habe. Ich bin der Meinung, es ist nicht mein Ziel, Fame zu werden oder Geld zu haben, aber ich bin der Meinung, ich kann Großes erreichen. Wir können Großes erreichen. Aber wenn ich jemals groß werde, verspreche ich euch, ihr kriegt alles von mir zurück. Was ich für euch gemacht habe, was ihr für mich macht. Ich werde, ich habe hohe Ziele. Sei es mal so, ich habe hohe Ziele. Und ich brauche all Feedback, den ich kriege, damit ich diese hohen Ziele jemals erreichen werde. Also, TLDR, ganz kurz, Feedback. Mediacraft, ja, nein, meine Stellung. Feedback zum Videos. Real-Life-Themen von mir, Real-Life-Themen aus der Welt, ja, nein. Gaming-Themen, ja, nein. Oder Let's Play-Commentary wie gewohnt, ja, nein. Was findet ihr am besten? Cool. Danke für alles. Danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Marv Stomerf, signing out.